wendet ziemlich viel. Ja, ich bin ganz unruhig. Jetzt schauen wir mal, was du diese Woche gegessen hast. Das Gute, wenn man die Sprache nicht versteht. Kannst du mir einen Poncho bringen? Kate kämpft sich einen ab. Kai bei jedem Schlag. Erfolgreich nach einer Surf-Session, oder? Ja. Du bist herrlich gefoilt. Ich habe dir von oben zugeguckt und jetzt noch zusammen auf dem Wasser gewesen. Ja, und jetzt bin ich schon echt platt, aber das darf man auch sein. Eine herrliche Session war echt schön. Ja. War zum Glück kleiner als gestern, was ihr im letzten Vlog gesehen habt am Ende. Jetzt bauen wir einen Tisch auf und dann machen wir Müsli. Lecker. Hammer, habe ich Lust zu. Ja. Und so stehen wir hier. Super schön, sieht fast aus wie auf einem Campingplatz, finde ich. Hier schöne Wiese, stehen auch andere Camper. Und man steht ein bisschen weiter oben. Hier ist so ein Pinienwäldchen und wenn man genau hinguckt, sieht man da unten das Meer. Das heißt, man muss ein kleines bisschen nach unten laufen. In dem kleinen Örtchen Tapia. Willkommen in Tapia. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist nicht der Start vom Vlog. Wir hatten doch schon das Wellenreiten. Ja, das macht doch nichts. Ich habe einen Regenschirm dabei, weil hinter mir, man sieht es schon, es ist eher weniger gutes Wetter und wir erwarten Regen. Und machen jetzt einen Spaziergang durch das Dörfchen. Ja. Wir suchen uns einen Kaffee aus. Wahrscheinlich mit Internet. Setzen uns ein bisschen hin. Schaffen ein bisschen was. Schauen den Hafen an. Deswegen haben wir Schuhe an auch, anstatt Flipflops und Wollsocken oder barfuß. Fühlt sich wieder richtig ganz zivilisiert hier unterwegs. Ganz ungewohnt an, wieder Schuhe anzuhaben. Eingesperrte Füße. Einfach super süß hier der Strand. Bei Flut läuft es komplett voll bis nach hinten mit Wasser. Also da ist eigentlich gar kein Strand mehr. Und jetzt haben wir fast Ebbe. Und schaut mal diese Häuser da vorne. Was ist das für eine geile Lage, bitte. Nicht schlecht. Und hier haben sie auch alles am Strand super schön angelegt mit so Wegchen, Wiese, Bänken. Echt süß gemacht. Oder? Sehr süß. Dann suchen wir mal den Hafen. Vamos! Caught behind the Venetian blinds. Had to reach for the city lights. And this ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for something.
Und das auch für dich? Das Board ist mir zu schwer, glaube ich. Ist jetzt schwer? Ja. Okay. Aber finde ich eigentlich ganz cool, diese, ich glaube, ich nenne es mal Kunst, oder? Ja. It's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between. Es windet ziemlich viel. Ja, ich glaube, du bist ganz unruhig. Ich denke, es ist aber eher, weil der Regen kommt. Wahrscheinlich, ne? Das ist der Regenwind. Wir haben den Hafen schon gefunden. Sau süß, finde ich. Klein, aber richtig. Echt süß. Jetzt natürlich Ebbe, jetzt liegen die Boote alle ziemlich tief. Süß, ne? Ja, ganz süß. Ich finde diese farbigen Boote, finde ich immer richtig schön, wenn die so farbig sind. Süß, das Mini-Haus da. Das ist ja was für uns, oder? Von der Größe. Das ist fast wie in Holland, so schmal das Haus ist. I'm bleeding, an easy kill. Don't leave it all behind. I think it's time for me to go. Burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Uns wird einfach eine Grad. So ein Kichererbsen. Ich weiß nicht, was ist. Kichererbsen super angeboten. Das Gute, wenn man die Sprache nicht versteht, man kann sich trotzdem gut konzentrieren bei der Arbeit. Ne? Man lässt sich nicht ablenken. Ja, das ist richtig gute, angenehme Hintergrundgeräusche. Ja, normal zu Hause würde mich das voll ablenken, weil ich überall zuhören würde. Schmeckt? Ist es gut? War gemütlich. Herrlich. War richtig viel los irgendwann. Wurde immer voller. Ist irgendwie auch so ein bisschen ein spanisches Ding. Am Wochenende oder Sonntag. Sich mit Freunden in der Bar zu treffen, Bierchen, Weinchen schön zu trinken. Ja. Da habe ich mich dann auch angepasst und auch ein Bierchen mitgetrunken. Genau. Schau mal. Naja, es war ja auch schon Mittag. War nicht mehr morgens. Das stimmt. Geht ja. Jetzt hat uns dann doch noch der Regen erwischt. Ja. Und der Wind kommt wieder auf. Ja, ich muss den Schirm mit zwei Händen festhalten. Wir fliegen sonst fast davon. Ah, bei uns gibt es ein zweites Frühstück. Kaffee mit Croissant. Und danach geht's aufs Wasser. Einiges erledigt schon, eingekauft, essen ja. Und wir waren beim Decathlon. Für mich gab es dünne Schüchen, weil ich so kalte Füße habe beim Surfen immer. Und hier haben wir uns hingestellt. Ich gucke auf Google Maps. Ja. Vielleicht dachte ich, kann ich erkennen, ob da eine rechte Welle geht. Aber das lässt sich schwierig herausfinden. Aber das könnte funktionieren, weil hier aus Tiefen durch die Flussmündung ist. Und dann schauen wir mal. Hier entlang der Sandbank. So, wir sind ready. Anzüge sind gedreht. Ja. Und hier sind diese Schüchen, die ich mir gekauft habe. Sind eigentlich wie so Socken eher. So ganz dünne Neoprenschuhe. Mal gucken, ob die was taugen. Wichtig, dass du natürlich warme Füße bei, weil mit kalten Füßen macht nicht Spaß. Nee, das ist echt blöd. Ja, gestern hatte ich es nämlich wieder echt kalt auf dem Wasser. Und dann so, dann werden die Füße schnell so taub und dann macht es echt keinen Spaß mehr. Dann klappt auch natürlich nichts mehr, wenn man die Füße nicht gut spürt. Schade, wenn die Bedingungen dann so gut sind und man muss wegen kalten Füße raus. Das ist blöd. Deshalb? Ja. Mal schauen. Kalte Füße soll man nicht bekommen. Nee. Zum Glück hattest du es nicht bei der Hochzeit. Oder sagt man das nicht in Deutsch? Doch. Ja. Dann kommst du da drauf. Naja. Wir gehen aufs Wasser. Ja, wir gehen aufs Wasser. Und? Sexy? Ist sehr schön. Wow,
wir sind wieder raus. War herrlich. Kleine Welle, Sonne und zu zweit im Wasser. Hat gut getan. Für Frank geht mal, wie es mit den Schuhen war. So, hier wird geduscht. Ehrlich. Kurzes Salz aus dem Gesicht. Aha. Die Schuhe. Die Schuhe sind noch an, also nicht verloren. Kate, Fazit, mit oder ohne Schuhe, was war besser? Also mit hatte ich jetzt absolut keine kalten Füße, das war Hammer. Selbst Kai hat gesagt, er hat ein bisschen kalte Füße. Ja, leicht kalte Füße, ja. Ich gar nicht, das kam noch nie vor. Nachteil, ich stand manchmal, wenn ich aufs Brett gegangen bin, dann ging der Schuh so. Hier, weil das so ein bisschen Platz ist vorne, dann ging der so doppelt und dann stand ich da so drauf. Ist ein bisschen blöd, aber da muss ich einfach meinen Takeoff besser üben, dass ich hoch genug springe, meine Füße hoch genug nehme. Genau. Und dann hat man aber richtig gut Grip auf dem Brett. Okay, super. Also? Ist gut. Gut. Ich kann lange auf dem Wasser bleiben. Schön. Kannst du mir mal ein Poncho bringen, bitte? Mach ich. Mal zum Strand, als ob wir noch nicht genug gemacht haben. Nee. Es gab nämlich beim Einkauf noch was, nämlich Schläger. Schläger, das hatten wir da nicht. Nee. Wollten wir uns noch holen. Ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist nicht Badminton und auch nicht Federball, oder? Hätte ich gesagt. Nee, es ist eine Art Badminton-Schläger, ein bisschen kurz. Es gibt auch ein Badminton-Schüttel, oder wie nennt man das bei euch? Hm? Ein Schüttel, ein Ball. Ball. Gibt es aber zwei, ne? Ja. Es gibt da zwei Schläger oder zwei so, Schläger, Art, ja. So Art Badminton-Schläger, kurze. Geile Farbe auch irgendwie, ne? Das gab's doch in der Farbe. Und das gibt es dann in zwei Varianten, einen mit so einem dicken. Der bunte ist was Punkt, schwerer. Wahrscheinlich schwerer für was mehr Wind. Ja, und einer mit normaler weißer Deckel. Okay, probieren wir es mal aus. Mal mit dem Unterschied merken. Hopp, auf Strand. Ja, anstrengend? Nee, war cool. Also, macht Spaß, ja. Reicht vollkommen aus, so ein kleines Schläger. Für das Geld ist es perfekt. Ja, Hammer. Und der Schüttel, also der Ball? Der Ball mit dem normalen, einfach der Badmintonball, ist am besten, ne? Also, ja, der war der schnelle, der ging besser mit Wind. Genau, der andere war halt zu langsam und da hat man den Wind direkt gespürt. Ja. Ja. Es war. Oh, meine Bauchmuskeln vor allem. Wenn ich mich immer totlachen musste, weil Kai bei jedem Schlag. Voller Einsatz. Voller Einsatz. Dann kriege ich mich immer nicht mehr, dann lache ich mich schlapp. Und dann noch, aber die Konzentration zu behalten, den Ball zu kriegen. So. Aber es lief manchmal ganz gut. Am war Ende cool. Lief es richtig gut. Ja. Macht echt Spaß. Ich bin ins Schwitzen gekommen. Jetzt weniger Spaß, wir mussten die Toilette noch leeren. Ah ja, stimmt. Naja, ist auch nicht schlimm. Genug Sport für heute. Und so sieht das hier aus. Das sind die Schilder. So findet man das immer. Area de Servicios. Und so sehen die Stationen aus. Relativ simpel. Hier gibt es Wasser zum dann die Toilette durchspülen oder auch seinen Kanister auffüllen. Und hier ist die Grube für die Toilette. Hier in Spanien ist das bisher super entspannt oder auch allgemein in Frankreich war es auch super entspannt. Gibt super viele von diesen Servicestationen. Das heißt, wir hatten echt noch nie ein Problem irgendwie unsere Toilette zu leeren. Ja, jetzt schauen wir mal, was du diese Woche gegessen hast. Das will ich nicht sehen. Die anderen auch nicht, glaube ich. Einmal links rum, einmal rechts rum, einmal hoch runter, am seitlinks, einmal vorwärts, rückwärts. Okay, das ist deine Taktik. Ja. Möglichst alle Ecken es rauskommt. Okay. So lang, bis es nicht mehr braun rauskommt. Tja, das gehört halt eben auch dazu, ne, zum Campen, dass man so Sachen machen muss. Aber weil viele irgendwie sagen, oh, nee, sie wollen nicht so ein Klo, weil man das immer lernen muss. Wir sind super begeistert. Wir sind sehr begeistert von dem Klo, ne? Ja.
ist super entspannt zu leeren. Und man muss sich einfach keine Gedanken machen, wo kann ich jetzt wieder auf Toilette gehen, sondern hat immer sein Klo dabei. Und wir teilen uns die Arbeit auch. Also nicht nur Kai leert, sondern ich leere auch ab und zu. Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Da darf man auch einfach ganz entspannt übernachten. Darf man 48 Stunden lang stehen. Und da steht man echt schön. Das ist hier bei Voss. Da ist so eine Flusseinmündung. Und da steht man hier direkt am Wasser. Fertig? Ja. Okay. Die letzten 3 Tage, unsere Morgenroutine. Einer von uns macht Kaffee, dann klappen wir das Bett andersrum und dann sitzen wir gemütlich mit Blick aus dem Fenster. Ja, jetzt sieht man nicht super viel. Lesen was, stricken oder ja, ganz gemütlich. Der Blick ist immer anders, ne? Der Blick gestern, ist immer gestern aufs Meer. Aufs Meer. Ne? Heute auf einen anderen Bus. Ja, und jetzt ist es halt echt kalt, die Türen müssen zubleiben, aber wenn es schön warm ist, gehen die Türen offen. Das ist herrlich, ne? Und das ist echt schön. Mhm. Und sag mal, wo können wir die Tassen gleich abstellen? Ja. Ah ja, genau. Dann hüpfe ich auch mal zu dir rein, genau. Darf ich wieder? Ja, gerne, komm mit dazu. Wir sind heute ein bisschen auf Spotcheck. Es ist nämlich Wind und wir suchen irgendwie einen geeigneten Strand, wo nicht die Riesenwellen hinklatschen, wo ich Windsurfen kann. Ein bisschen üben, Halte üben und so. Ja, jetzt stehen wir in Cedeira. Cedeira? Cedeira. Und schauen wir uns den Hafen an. Vielleicht können wir da raus. Wir starten da unten gerade am Strand, aber der Wind wird abgedeckt durch diesen Berg da. Ich weiß auch nicht so echt. Hier sieht es auch nicht unbedingt besser aus. Nee. Oder? Nee. Sonst gehen wir halt doch einfach irgendwo Wellreiter. Vielleicht eine bessere Option, ja. So klettert Kate die Mauer hoch. Es geht, glaube ich. Wir sind nämlich hier am Ende im Hafen gefahren. Da steht Louis. Da ist gar kein Wind im Bucht. Und schau. Da wird's gut. Da windet's gut. Jetzt mal sehen, wie wir da kommen, weil hier können wir schon zusammenfahren in der Bucht. Und dann von der Bucht aus, oder? Let's go. Ja, das ist jetzt das Strändchen, was wir gesehen haben vom Hafen aus. Ich spüre null Wind. Ist noch voll abgedeckt, der fängt erst da hinten an. Aber es läuft eine gute Welle. Vielleicht einfach besser normal Welle reiten gehen. Kalt! Das Wasser ist kalt, ja, eisig. Es ist komplett Ebbe. Deshalb müssen wir so weit ans Wasser vorlaufen. Jetzt müssen wir halt hier ein bisschen durchs Wasser warten. Oh, wo ist noch tiefer? Reicht das nicht? Noch höher? Oh, ich muss meine Hose noch höher krempeln anscheinend. Schön ist es hier. Richtig schön. Gestern noch mit Bikini in der Sonne geschwitzt und jetzt wieder Mütze warm eingepackt und kalt. Es kann hier von einem Tag auf den anderen richtig anders aussehen, oder? Gestern war Sommer und heute ist irgendwie Herbst, Winter oder Herbst. Herbst, also frisch, ja? Frisch. Echt frisch. Und was meinst du? Obwohl, Windsurfen wird schwierig. Ja, ne? Aber Wellenreiten könnte gehen, ist aber echt eine schnelle Welle. Schnelle Welle. Kate kämpft sich einen ab. Ich muss gerade auf die Zehenspitze, dass ich nicht nass werde, dass meine Hose nicht nass wird. Ich krieg's hier aber auch nicht weiter hoch. Das Wasser hier ist eisig. Das ist ein richtiges Kneippbecken. Es wird Wellenreiten, wellenreiterliche Breit.
weil der Wind ist zu unsicher und die Welle sehen echt ganz gut aus, ne? Ja, den ganzen Tag haben wir nach einem Spot gesucht, um Windsport zu machen und jetzt ist doch wieder Wellen geworden. Ah ja. Auch schön. Auch schön. Ab aufs Wasser. Wir stehen hier übrigens auf einem ganz schönen Parkplatz, schau, ganz klein. Da geht es in richtig steile Straße hoch und die kommt hier runter aus. Der Parkplatz eigentlich, die gehört der Café oder Bar. Gibt's da, ist wohl geschlossen. Da ist gerade jemand rumgelaufen. Ich habe es gefragt. Es ist erlaubt, wir dürfen hier stehen. Und es ist gut so, weil dann stehen wir einiges näher am Strand und müssen nicht so lang laufen. Wir Faulis, ja. Zurück im Busle. Gemütlich bei uns hier. Ja, es regnet draußen. Es regnet. Genau, wir haben schnell die Bretter noch im Neo aufs Dach gepackt und haben uns schnell es gemütlich gemacht im Bus und jetzt wird gekocht. Ja. Wir brauchen wieder Stärkung, es war ganz schön. War Hammer. Richtig gut. Unerwartet sehr gut. Genau, der Wind kam dann auch gar nicht so durch. Also es war eigentlich hauptsächlich nur Regen. Und, ja, aber das stört nicht so arg, weil nass wird man eh. Genau. Und wir sind im Trockenen aufs Wasser und dann ist kein Problem. Ja. Und die Wellen waren mega. Wir waren alleine da draußen. Gute Welle, hatten einander. Also perfekter Tag. Lassen wir so ausklingen. Los geht's. Los geht's. Schauen wir mal, ob wir hier den Berg wieder hochkommen. Oh, ruhig. Schon gut steil, ne? Unser Berg. Puh, geschafft! Aber da brauchen wir natürlich ordentlich mehr Sprit, ne? Ja, schon. Ja. Aber anders würden wir auch nicht an zu Plätze kommen. Nee, Hammer war's. Ciao, ciao! War richtig geil. Wie ihr mitbekommen habt, sind wir in Galizien jetzt. Ja. Und wir sind sogar so weit, dass wir den kompletten Westzipfel von Spanien erreicht haben. Das heißt, bisher sind wir immer von Osten nach Westen gereist. Ab jetzt geht es in den Süden. In den Süden, genau. Ja. Aber leider, auch wenn wir in den Süden fahren, das Wetter wird jetzt eher gemischter und kalt. Mhm. Aber wird auch wieder besser. So ist es eben. Wechselhaftes Wetter, so wechselhaft wie unsere Reisen auch ist und wird. Also gehört auch dazu. Gehört dazu. Sonst wird es ja langweilig. Ja. Falls ihr unser letztes Video noch nicht gesehen habt, schaut auch gerne da rein. Da oder da? Egal. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Mhm. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben und dann sehen wir uns nächste Woche. Ja. Dag, dag. Tschüss.